Hallo zusammen, ich bin Simon von artclaysilver.ch und ich möchte euch heute den Brennofen Prometheus Pro 1 programmierbar genauer erklären. Auch wenn ihr ihn gekauft habt und nicht genau wisst, wie einstellen, es hat eine Anleitung dabei, aber ich möchte es euch gerne schnell da zeigen anhand von dem Video. Der Prometheus Pro 1 PRG ist eben der programmierbare. Das heisst, wir können Zeiten einstellen, wir können Haltezeiten einstellen, wir können verschiedene Temperaturen einstellen, bis auf 999 Grad und wir können verschiedene Rampen einstellen. Ich erkläre euch gerade schnell, was das alles heisst, tue aber ein bisschen näher anzoomen, dass ihr es etwas besser seht. So. Also, als erstes stellen wir den Ofen gerade mal ein an dem Kippschalter. Er meldet sich ziemlich laut. Das ist auch praktisch, wenn er fertig ist, wenn er so laut piepst und man ist in einem anderen Raum, dann weiss man, man kann übergehen. Die Sachen sind fertig, um sie rauszunehmen. Da haben wir eine Digitalanzeige und drei Knöpfe, um sich durch die Programme durchschalten. Bevor man irgendetwas machen kann, muss immer das Idle stehen. Wenn das Idle nicht steht, wenn etwas anderes steht, ist entweder ein Fehler auftreten beim Ofen oder man hat sich beim Durchdrücken vom Programm in den Tasten vertan und hat etwas gemacht, wo man nicht mehr weiterkommt nachher. Da gibt es eigentlich so zwei Möglichkeiten. Das erste ist immer, ich probiere es mit dem nochmal einstellen und wieder ausstellen und warte dann, ob das Idle kommt. Und wenn das nicht funktioniert, dann kann man sonst einmal versuchen, mit dem Knopf, mit dem roten Pfeil zu drücken. Wir haben hier drei Knöpfe. Den mit dem roten Pfeil, das ist zum im Programm rein oder im Computer rein, sich so ein bisschen durchschalten. Dann hat man den mit dem Pfeil nach oben. Das ist zum die Anzeige nach oben verstellen. Und den mit dem Pfeil nach oben, zum die Anzeige nach oben verstellen oder eben die Temperatur nach oben schrauben. Jetzt drücken wir mal den vordersten Knopf. Jetzt kommt das PR01, das wäre das Programm 1, das ihr programmieren könnt. Beim Programm könnt ihr nur nach oben drücken, also ihr könnt das Programm nur vorne schalten und nicht hinterste. Wenn ihr jetzt im Programm 3 seid und merkt, oh, ich bräuchte das 2, dann müsst ihr halt schnell durchschalten, bis ihr wieder beim 2 seid. Wenn ihr so seid, bei dem, was ihr wollt, dann könnt ihr bestätigen. Also das nächste, die rote. RA1 heisst Rampe 1. Und dann steht da Full. Also das heisst, die Rampe 1 ist dort, wo man das erste Mal mit dem Ofen herwand gehen. Und wir können jetzt noch die Geschwindigkeit bestimmen, wie schnell dass wir dort herwand gehen. Full heisst einfach so schnell wie möglich, wenn wir aufheizen. Das ist bei einer Temperatur von ca. 750 Grad geht es ca. 30 Minuten, bis ihr die erreicht habt, die Temperatur. Beim normalen Artgläsilber mache ich immer voll. Ich will so schnell wie möglich aufheizen. Wenn ihr mit Glas arbeitet oder vielleicht noch mit echten Stein drin arbeitet, dann müsst ihr das anpassen. Ich bestätige das. Da zeige ich euch, wenn ihr abschaltet, würdet ihr hier eben zum Beispiel 995 Grad in der Stunde, heisst das. Oder nach oben 0. Wenn ihr 000 habt, dann macht sich gar nichts, dann würde es auch nicht brennen. Das wäre also so eine mögliche Fehlerquelle, wenn der Ofen nicht aufheizt. Also da idealerweise voll beim normalen Artgläsilber. Bestätigen. Jetzt haben wir da die Temperatur, auf wie viel das wir hochgehen wollen. Die ist jetzt auf 920 eingestellt.
Das ist ein bisschen viel, dann gehen wir oben runter. Und machen wir da ungefähr 750 Grad fürs normale Art Kleisilber. Wenn man das hat, dann wir das wieder bestätigen mit der roten Taste. Dann ist HLD1, das heisst Haltezeit von der Rampe 1. Wie lange wollen wir es brennen, wenn es die Temperatur erreicht hat? Das ist damit 30 Minuten gerade ideal eingestellt für mich. Man kann das natürlich eben auch rauf oder wieder runter tun. Machen wir 30 Minuten, ich bestätige das. Nach diesen 30 Minuten fragt er mich, ob ich eine Rampe 2 drauf möchte. Das brauche ich beim normalen Art Kleisilber nicht. Wenn ihr mit dem Sterling-Silber, mit dem 59er, das sind die schwarzen Päckchen, wenn ihr mit dem arbeitet, dann müsst ihr 2 Rampen einstellen. Ich weiss es gerade nicht auswendig, habe es nicht gerade zur Hand, aber ich glaube, es ist um die 500 Grad beim ersten und dann tut es selbstständig weiter raufgehen, wenn man da eine Rampe 2 einstellt. Wenn da aber 0000 steht, dann ist keine zweite Rampe. Beim Art Kleisilber, beim normalen, braucht ihr keine zweite Rampe. Könnt ihr da aber eben verstellen, wie viel Temperatur das die dann braucht. Wir machen 000, weil wir keine zweite wollen. Bestätigen. Und dann fragt er mich, wenn es keine zweite Rampe hat, fragt er auch nicht nach der Haltezeit. Und dann kann man da sagen, Start. Ja, Start. Also wieder nochmal zu Vorderstocken, bestätigen. Und dann fängt er an laufen. Man sieht es auch hier unten am Licht, das blinkt auch ran. Also er läuft. Das ist jetzt die Temperatur, die er jetzt hat. Das sind momentan 20 Grad, die er hat. Und wenn man da jetzt ein Moment wartet, wird er da raufgehen. Ich schaue immer, dass die Ofentür zu ist, wenn er läuft. Braucht nicht zu viel Energie. Und da zeige ich euch noch schnell über das Zubehör noch etwas, was noch ideal ist, wenn man das noch dazu bestellt. Das ist die Zange. Mit dieser Zange kann man gut die Platte rein und rausnehmen, während das am Brennen ist, dass man sich die Finger nicht verbrennt. Und dann gibt es noch die Brennwatte. Das ist auf Glasfaserbasis. Also da aufpassen, dass das nicht zu fest einschnauft. Das ist nicht gesund. Und auch, dass man die in den Händen nicht unbedingt gerade einreiben kann. Wenn man die einreibt, dann haben die Glasfaser in den Fingern. Das ist noch ideal, um dann auf die Platte drauf zu tun, wo man etwas einbetten kann. Oder wenn ihr etwas habt, das nicht ganz gerade ist, dass das die Form schön behaltet. Genau, jetzt seht ihr hier, der Ofen ist am Aufgehen. Wir haben jetzt schon 30 Grad. Was ich noch vergessen habe zu zeigen, man kann Celsius Grad und Fahrenheit kann man einstellen. Wir hier in der Schweiz arbeiten mit der Celsius. Das ist auch schon voreingestellt. Ihr müsst euch einfach darauf achten, dass das Pünktchen da unten ist. Das wäre sonst auch im Programm rein zum Verstellen. Da oben wird es heiss. Da also nichts drauflegen, die verbrennen könnte und auch aufpassen mit Anlangen. Ich tue zum Teil das Silber noch oben drauflegen, wenn ich grosse Kürze gebe, auf meinem Brenngitter. Jetzt haben sie noch etwas angetrocknet, bevor ich sie in den Ofen rein tue. Ich wünsche euch ganz viel Spass mit dem Ofen, wenn ihr so einen habt oder so einen kaufen möchtet. Ich finde es wirklich der ideale Ofen. Er ist klein und handlich, ist praktisch zum Versorgen, wenn man nicht viel Platz hat. Oder auch, wenn man mal einen Kurs extern gibt,
kann man ihn gut mitnehmen, den Ofen. Ich wünsche euch einen schönen Tag und bis bald. Tschüss zusammen.